Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Boah, das guckt mich jetzt so böse an. Hey, was soll denn der Quatsch? So. Du bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Oh yeah. Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Okay. Spring durch die Zeit. So rum. Soll darauf achten, was du steht. Nee. On. Alter. Du Scheiße! Neuer? Es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Oh nein, du hast nicht an dich geglaubt. Du hast nicht an dich geglaubt. Oh Gott. Verlasse Freeman's Tacos. Wie ist der Deibel, wo wir jetzt gelandet sind? Aber ich würde mal sagen, noch so ein Furz. Hat auf jeden Fall mal ein ordentliches Schiss gemacht, oder? Freeman's Toilette. So. Ich geb alles. Komm. On. Wieder hochfurzen. Druck aufbauen wie Zau. On. Und nochmal. Schneller. Mehr Druck. On. Komm schon, komm schon. Jawohl, nochmal. Druck, 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 Druck. Boah. Und. Boah, Mann, ich hasse das. In sowas bin ich nie gut. Boah. Okay, okay. Immer hier. So. Und raus, Wurstler. Gott. Alle hopp. Die haben wir auch noch gepackt, die Toilette. Toffee-Kraken an. Gut. So, wo sind wir jetzt gelandet? Ja, dass wir jetzt in eine Steinseite oder so gelandet sind. Jetzt bin ich mal echt gespannt, aber wahrscheinlich ist Nacht. Ah, jetzt bin ich mal echt gespannt. Nochmal einen Schluck Wasser genommen. Dann geht es alles auch viel besser von der Hand, wenn denn der Ladebildschirm nicht so lang bräuchte. Okay. Huch. Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten allerseits! Es ist Weihnachten, saufen wir uns zu! Anscheinend habe ich mich in die Zukunft gefurzt. Was zur Hölle? Zu spät, wir sind in der Zukunft gelandet. Jetzt ist Cartman schon im Amt. Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist! Es klappt nicht. Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen. Das wäre rektakulär, scheiße. Bullshit hat recht, er muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch. South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Oh, hey Jungs, frohe Weihnachten, okay? Ich bin sowas von am Arsch. Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen. Was tun die in diese Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Ja, aber es ist Weihnachten, Jungs. Da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzuhalten. Ach Gott. Oh Gott, die schon wieder. Ja, Cartmans Weihnachtstiere. Keine Angst, Leute. Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn. Woodland Critters. Euch ein. Hey, das ist Justiz, der die Bürgermeisterin meinte. Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was. Yeah! 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 Bürgermeisterin? Egal. Besiege die Waldbewohner. Okay, da würde ich jetzt eigentlich ganz gern Mo Kenny aus dem Team rausnehmen und durch jemand anderes ersetze. Ich würde eigentlich gern wieder Mosquito mit reinnehmen. Der ist eigentlich auch immer ziemlich gut. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Mein Weihnachtsgeschenk für dich. Oh Gott, die halten aber auch scheiße viel aus. 1800 habe ich gesehen. Danke, Freunde. Wuhu,
Die halten alle 1800 aus. Das hat sie aufgewärmt. Oh, Foxy, deine dunkle Magie ist toll. Alter. Sekunde mal, es ist Weihnachten. Ich weiß, wer uns helfen kann. Wunderarsch, du musst zu Jesus beten. Ja, ja, natürlich. Du musst fest an Christus glauben, verstehst du? Bete zu Jesus, Wunderarsch. Das ist unsere einzige Hoffnung. Im Regenbogen vor allem noch. Wir sind ja schon der Haas, der drauf gewartet, geopfert zu werden für den Antichrist. Nicht. Ja, schon dabei. Oh Gott. Glaub an Jesus. Ich glaub's, dass ich sowas mach bei dem Spiel. Hopp. Weiter. So. Er hat's geschafft. Da kommt jemand. Das war aber die Stimme vom Stan grad. Ach Gott. Weihnachtsmann. Okay, welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen? Jetzt sind meine Rentiere tot. Ja. Ach Gott. Seht mal, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann? Ja, fressen wir sein Fleisch. Heil Satan. Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder? Santa prügelt die Scheiße aus euch ab. Okay, nochmal besiege die Waldbewohner. Mist, wir hatten nicht erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hasi. Sei nicht traurig, Beri. Ich kann mich selbst opfern. Hurra! Alter! Santa, reiß dir den Arsch kreuzweis auf! Okay, was haben wir? Durchschlage die Unartigen zurück. Waldbewohner hassen Lebkuchen. Und mehr kann er nicht machen. Okay. Ja, so krieg ich alle beide hier. Ach Gott, wie fertig. So hin und wieder noch irgend so ein Typ, so ein anderer verprügelt. Okay. Da kann ich euch alle erwidern. Ich sollte vorsichtiger sein. Oh Mann, Zeit, dass es Feuer regnet. Also den Bär soll ich als erstes erlegen. Ist Hellenfeuer nicht toll? Wer will Hirschzecken? Diabetes mischt wieder mit. Gut, dann mach erstmal Dendo fertig. Ja. Captain Diabetes macht die Fieslinge zu Hackfleisch. Jetzt komm ich. Dunkler Segen. Okay, der heilt, das heißt, der muss als erstes weg. Gut, der muss als allererstes fort. Das heißt, auf Dendro, damit er nicht nochmal weiter heilt. Mir geht's nicht so toll. Lasst unseren Biber in Ruhe. Gut, dann probieren wir auf Den. Sehr gut. Können wir nicht Freunde sein mit Satan? Nein. Dann. Was bringt das? Waldbewohner hassen Lebkuchen. Ja, ich probier's so, aber. Vielleicht attackieren sie dann den Lebkuchen? Anscheinend, ne? Jetzt komme ich! Wow. Mit Satans wärmsten Empfehlungen. Entschuldigung. Das ist aber ein Haufen Mistviecher hier. Ziemlich stark sind ja wahr, echt. Wir alle zusammenhalten. So, dann. Ich nehme meine Blutprobe. Mach das nur, Kleid. Welches Blut? Blutgruppe AB positiv. Jackpot! Den gönne ich dir aber nicht, Bär. Bitte ohne, dass es sich wieder aufhängt. Ja, danke. Mal sehen, ob oh, Scheiße. Puh. Kann ich damit was reißen? Ja, schon.
Mama, das ist Arschmull. Aber das können wir immer noch wieder beleben. Gut. Gut, die gehen tatsächlich auf das Lebkuchenmännel drauf. Okay. Dann zu dir. Können wir Dendo fertig machen? Nee, noch nicht. Aber wir können hier unseren... Moment. Wir können hier unser Gadget aufbauen. Naja, scheiße. Nee, können wir nicht. Natürlich können wir das nicht. Nee, ich mache lieber den Waldbewohner hier platt. Wie kannst du meine Waldarme angreifen? Geht alles, kein Thema. Dann auf dich wieder oder auf euch beide? Nee, dann hole ich den aus seiner Verwirrung raus. Lieber auf Dendo nochmal. Es ist schon Zeit, ihr Fieslinge. So. Oh nein, ich werde schwach. Ah, die dehnen schon richtig ordentlich aus. Kleid, mach dieses Mist hier endlich mal fertig hier. Oder stelle ich zumindest vorne Tra als Schutzschild. Ich fand Moskitos schon immer cool. Ja, so trifft es nämlich nur ihn. Und der kann sich wieder hochheilen. Das sollte nicht das Problem sein. Gut, Captain macht das Vieh platt. Schon mal einer weg. Der greift wieder das Lebkuchenmittel? Nee, schade. Der heilt wieder. Okay, den muss ich als erstes fertig machen hier. Wunderarsch macht den platt. Da wird die Nacht doch gleich noch stiller. Weihnachtsmann. Trofende Wetter. Oh, Satan wird von dieser Tiermisshandlung hören. Moskito auf Blutjagd. Ja, dann Mama. Das Vieh noch fertig. Du als unheiliger Geist zurückkehren, Waldfreund. Gut. Oh Mist, ich kann nicht mal was Böses machen diese Runde. So unfair. Ach, von wegen, du machst genug Böses. Total sinnlos, Unhold. Okay. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Passt schon. Du kannst erstmal einen Taco-Fresser. Nom, 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 nom. Die ganz kleinen Waldbewohner sind auch noch hin und die machen nix. Derzeit. Schluck Lebensenergie, Kumpel. Cool, danke. Danke, Bibi. Die haben mich richtig vergewaltigt. Alter. Dann gucken wir nochmal, ob man nicht hier mit unserer Energie... Ja, kriegen wir alle nochmal hochgepowert. Sehr schön. Also das ist unglaublich praktisch, auch wenn es unglaublich räudig zugleich ist. Aber ich muss jedes Mal wieder lachen, weil es einfach so ekelhaft und schäbig ist. Gut. Alle sind wieder... Du bist der Wind unter meinen Moskitoflügeln. Alle sind wieder zurück. Butters Hohn Lakai. Der kann für dich als Schutzschild dienen. Loco Americanos. Ja, allerdings Loco Americanos. Alter. Gut, jetzt geht's nochmal hier auf der Riffel. Frohe Weihnachten. Gut, Kleid. Jetzt werde ich meinen Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Ja, schon. Nee, das war ekel. So komme ich durch, oder? Nee, komme ich auch nicht durch. Ah, nee, da ist der Lakai im Weg. Na gut. Positioniere ich mich erstmal. Erstmal hier. Aber nur über meine Leiche geht der Zug. Vielleicht klappt's nächstes Mal, Schurke. Macht dich dieser Körper nicht ganz spitz? Nicht wirklich. Oh, du Hurensohn! Da kommen wir auch nicht durch. Nee. So steht er nur im Weg, dann muss ich ihn dort hier erstmal. Der heilt wieder, der Sausack. Ich heile dich, Freund. Danke, Bibi. Ich dachte, ich wäre erledigt. Dann stellen wir hier
unser Türmchen auf. Wobei, kann ich die, ach nee, kann ich nicht. Aber ihn kann ich schocken. Das ist auch ganz wichtig, nicht, dass der nochmal hier die Reihe zerfetzt von uns. Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu. Offensichtlich. Dann drauf. Ich rieche die Angst eines Feindes, oder zumindest den Körpergeruch. So spüre ich Wirt auf. Dann, ja, der macht nämlich viel. Aber ich könnte auch gleichzeitig so Ding hier aufstellen noch. Dann attackieren sie wenigstens das Teil. So. Dann könnte ich auch noch weiter. Ich könnte nochmal bei den Beschwörungsgegenständen gucken. Ah, nee, das hilft nicht so besonders viel. Nee. Dann machen wir was anderes. Dann machen wir hier. Ja, das bringt auch nicht viel. Nee. Nee. Du bringst uns leider nichts hier, Kleid. Dann müssen wir hier den A wiedern, wie es aussieht. Gut, dass der jetzt tot drauf geht. Was ich tue, tue ich für dich, Satan. Und das, der greift wahrscheinlich wieder der Weihnachtsmann an. Wow. Scheiße. Das hat Kleid fertig gemacht. Okay, Captain. Nee, das bringt uns überhaupt nichts. Ist der wieder dran? Hallo. Danke, Baby. Dann brauche ich wieder. Ich bin wieder bereit zu töten. Die sagenhaft ranzige Technik hier, um alle wieder zu heilen. Ganz anders als sagenhaft ranzig kann ich so echt nicht sagen. Und die Musik vor allem. Meine Mutter im Jenseits sagt, ich soll euch vermöbeln. Gut. Ja, ja, machen wir es mal so. So kann er sich das bisschen auch noch hochheilen. Talent im Dienst der guten Sache. Butters macht das Vieh endlich platt. Das gibt ein ordentliches Chaos. Ist mein Turno? Ja, ist es. Aber ich muss dich erstmal hier abstellen, Lakai. Ah, ist eh schon vorbei. Na gut. Weihnachtsmann. Verkloppt das Vieh. Frohe Weihnachten, Arschloch. Ich hoffe, ihr Kinder seid nicht zart beseitigt. Wow, Alter. Das killt wieder Kleid. Schlafe immer, Schatzi. Dann. Was anderes als das können wir jetzt hier auch nicht machen. Jetzt ist der wieder dran, der Heiler. Ich helf dir, Freund. Ich muss gucken, dass ich hier meinen Geschützturm hier pack. Dann kriege ich die beide nämlich. Ach Gott, über die Rentierkadaver noch Sticke. Und das zieht leider nicht so viel ab. Butters. Wenn man dann irgendwas hier noch parat. Wird man dann. Ah ja. Macaroni-Bild. Ja gut, dann heilen wir doch mal unsere Verbündete hier mit Moses. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Sehr schön. Ich bin die Santa. Ich beobachte euch beim Schlafen. Ach Gott. Das gefällt dem Captain. Ja, jetzt ist das Vieh wieder dran. Ja, da können wir der böse Schade robben. Ja, das verhindern wir jetzt. Nicht mit mir. Sorry wegen des Zugs. Captain Diabetes fürchtet nichts.
Da können wir uns jetzt auch nicht mit dazwischen quetschen. Der Heiler könnte man eventuell noch ein bisschen schwächer. Lala. Jo. Der wird sich jetzt aber auch wieder noch unterdrücken. Oder versuche zumindest. Ja. Der versucht sich da durchzudrücken und greift den Lebkuchenmann wieder an. Okay. Nee, so kriegen wir das nicht. Nee, der hat mal Pech gehabt. Wir könnten aber probieren, eine maximale Wiederbelebungsserum ihn wieder zu beleben. Und? Moskitos wieder im Business! Sehr schön. Das wollte ich hören. Dann heil dich auch mal gleich. Wen infiziere ich jetzt? Das Vieh. Gut, wieder hochgeheilt. Oh, noch ein Null negativ. Das Ding macht immer einen schönen Schaden. Genau so macht ein Superheld. Dann will ich, dass Butters nochmal das Vieh hier verwirrt und schockt. Mann, ich bin total durcheinander. Und den machen wir jetzt fertig. Gute Nacht. Sehr schön. Okay, du gehst auf das Feld und attackierst ihn mit deiner Superkraft. Sehr gut. Der kann jetzt eh nur noch den Lebkuchenmann attackieren vor lauter Zorn und heilt sich glücklicherweise nicht selbst. Gut. Ja, wir können es auf jeden Fall schaffen. Ah, ist schon passiert. Sehr gut, du hast gewonnen. Lieder zum Fest, 100er Artefakt, $8,93 gibt's auch noch. Optimal. So. Danke für die Hilfe, Santa. Keine Ursache, Kinder, aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er die Abtreibungsgebiet... Ja, okay, dann lass mal seinen Arsch zusammenflicken. Mit dem besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig. Alter, was ein wiechter Typ. Okay, danke, dass du mir diese Macaroni-Bilder da gebracht hast, junger Held. Shalom, koscher, Maselsoff und gesegnet. Human Sand iPad Mini. Oh nein. Die Geschichte von Scrody McBooger Balls. Sehr schön. Finde ich auch schön, dass es im Englischen ist und nicht Hodi McSackschweiß, wie es im Deutschen dann übersetzt wurde. Edgars Kleber und Klebeband. Sonst stellen wir hier nichts mehr. Aber mir ein schönes neues Artefakt kriegt. Ah, das war sogar erhöht. Schauen wir doch mal für was. Wahrscheinlich für hier. Sphäre sublimer Einsicht können wir hier noch machen. Und Lieder zum Fest. Ein Weihnachtsliederbuch, um das Kommen des Antichristen einzuläuten. Gibt ein bisschen mehr Mumme, ein bisschen mehr Gesundheit. Das ebenso. Aber es erhöht auch noch Rückstoß-Kombo-Schaden. Und die Ultimativkrafterholung wird leider gesenkt. Schließmuskelplex, Alter, igitt. Du würde ich sagen, ich nehme doch lieber das hier. Ah ne, das haben wir schon zweimal. Okay. Ja gut, dann muss es wohl sowas sein, ne? Dann nehmen wir doch das. Obwohl das richtig schöne Team-Boni noch verleiht. Aber wir nehmen alles, was die Macht erhöht. Jo, da würde ich aber auch noch sagen, ich mache hier an der Stelle wieder meinen Cut. Und... Tina, es tut mir leid. Alter. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Held des Entzugs, ja, Entzugs-Hero, wo man am Drachen nachjagt. Nee, Quatsch, nee, das war bei Heroin-Hero, wo man am Drachen nachjagt. Jo, aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier meinen Cut. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig, wo wir dann zur Abtreibungsklinik gehen, um uns wieder das eingerissene Arschloch richten zu lassen. Gott, wie das klingt. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.